Moin Leute und willkommen zum neuen Video. Heute will ich euch mal von einer der gruseligsten Weihnachtslegenden erzählen. Oh aus Island. Und diese Legende handelt von den Yule Lads oder auf Deutsch übersetzt die Weihnachtskerle, die in etwa so etwas sind wie 13 Weihnachtsmänner, die vom 12. Dezember an bis zum 24. einzeln von ihrer Behausung in den Bergen Islands herunterkommen und Terror unter den Menschen verbreiten. Wobei jeder eine andere Vorliebe hat. Einer von der Truppe zum Beispiel klaut gerne Geschirr, der andere wiederum bedient sich am Weihnachtsbraten und wiederum andere nerven die Bewohner durch lautes Türschlagen oder das Klauen von anderen Einrichtungsgegenständen. Und auch wenn das Ganze hier noch sehr, sehr witzig klingen mag, liegt der wahre Horror im Folgenden. Denn die Kinder der Familien, die von den Weihnachtskerlen besucht werden, stellen jeden Tag, also vom 12. bis zum 24. März, ihre Schuhe ans Fenster, die von den Weihnachtskerlen entweder mit Süßigkeiten, wenn die Kinder brav waren, befüllt werden, oder aber mit vergammelten Kartoffeln, wenn sie nicht brav waren. Und sollte letzterer Fall eintreffen, ist das Schicksal dieser Kinder besiegelt. Denn das ruft die Mutter der Weihnachtskerle auf den Plan. Eine riesige Trollfrau namens Grilla, die es speziell auf unartige Kinder abgesehen hat und eben diese Kinder nachts aus ihren Betten entführt und zu ihrer Behausung in den Bergen bringt, um sie dort bei lebendigem Leibe zu kochen und zu verspeisen. Und ich dachte, sie wäre schon gruselig genug, weil sie aussieht wie meine Ex-Schwiegermutter. Könnt ihr mal sehen. Aber diese verrückte Familie hat noch ein weiteres, ziemlich gruseliges Mitglied. Und dabei handelt es sich um die sogenannte Weihnachtskatze, das Haustier der Weihnachtskerle. Und die hat es ganz besonders in sich. Denn wenn Menschen in Island an Heiligabend kein neues Kleidungsstück tragen, das sie an Weihnachten bekommen haben, kommt die Weihnachtskatze, ein übrigens baumhohes Tier, und verschlingt diese Menschen bei lebendigem Leibe. Also Leute, wenn ihr dieses Jahr Socken zu Weihnachten bekommt, beschwert euch lieber nicht, denn das könnte eure Rettung gewesen sein. Und das Witzige an der Sache ist, wenn man heute einen erwachsenen Isländer fragt, warum er Kleidung verschenkt, dann antworten fast alle, damit die Weihnachtskatze diese Person nicht heimsucht.